Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gothic. Und beim letzten Mal habe ich ja schon gemerkt, bei den beiden Schaltern erscheint jeweils ein Dämon. Ich könnte mich sogar noch hochleveln. Allzu viel Erfahrung fehlt nicht mehr. Aber egal, will ich jetzt nicht mehr machen. Daraus folgere ich, dass die beiden nicht diejenigen sind, die ich zuerst drücken möchte oder zuerst betätigen möchte. Weil ich schätze mal, dass der erscheinende Dämon so eine Art "Du hast was falsch gemacht" Zeichen ist. Zum Beispiel der hier. Na, komm her. Fein. Wie viel brauche ich denn noch? Noch 2300. Das wären 4 von den Teilen. Dann hätte ich ein Level mehr. Also ich glaube, 4 Stück kann ich echt machen. Und das sind ja echt einfache Gegner. Also einfacher als die Orks vor ein paar Folgen. Auf jeden Fall. Ja, gröhl nicht so rum. Es sind keine kleine Kinder anwesend. Oder? Nee, eigentlich nicht. Weiß nicht, guckt Muckel noch zu? Oh, das war gemein. Ah, jetzt komm mal her! So, jetzt aber. Entschuldigung, Muckel, für den gemeinen Kommentar. Ich nehme dich zurück. Zur Wiedergutmachung lade ich dich auf ein Bier ein. Genau. So, und jetzt noch einen. Yeah! Mache ich das noch? Ich weiß ja, sobald das Tor aufgeht, werde ich Orks begegnen. Ich habe die ja schon gesehen hinter dem Tor. Das heißt, ich will jetzt eigentlich schon mein Level noch. So! Genau so habe ich mir das gedacht. Und wie gesagt, das hier ist der erste, weil hier erscheint kein Dämon, da bin ich mir relativ sicher. Der hier, den ich die ganze Zeit gedrückt habe, ist definitiv nicht der zweite, das habe ich gerade eben versucht. Das heißt, es müsste der hier der zweite sein. Das sieht gut aus. Kein Dämon. Und das hier ist dann wohl der dritte, oder? Und die oben zum Abschießen sind, glaube ich, nur Ablenkungen. Haha! Sehr schön. Das Tor ist offen, das Gorboba bewacht hat. Und ich frage mich, ob man das auch öffnen kann, ohne ihn vorher anzusprechen. Probiere ich beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel durchspiele und es noch weiß. Jetzt brauche ich erstmal ein paar Lebenspunkte. Erstmal 60, also 4 davon. Und dann müsste ich bei 13 sein. Und dann fehlen mir, glaube ich, noch 100 oder 200. 100 Stück, genau 100, also hier so zwei kleine 50er. Läuft. Einmal mal hinter die Birne kippen. Und über den Haufen niederer Dämonen einfach mal drüber spazieren. Weil es geht. Ich bin ja schließlich der Held hier. Natürlich kann ich sowas. Und damit ich der Held bleibe, speichere ich. Sicher ist sicher. So, wie gesagt, hier. Orks! Ach, der greift mich auch an. Ich dachte, ich hätte den gerade befreit oder so. Habe ich wohl nicht. Noch einer, der sich mit mir anlegen will? Sieht nicht so aus. Ich würde dem Typen ja noch eine Chance geben. Das heißt, ihn ausnehmen, seine Waffe wegnehmen und einfach mal gespannt darauf warten, ob er... was? Ach so. Warum ich angreife? Nochmal. Das wird dir noch sehr leid tun. Warum mir? Du hast mich zuerst angegriffen, also deine Waffe gezogen. Ja, der kommt nochmal auf mich zu, also zack und auf Wiedersehen. So, was haben wir hier? Wollt ihr mich auch angreifen? Ja, sieht ganz so aus. Na,
Komm schon, erst der eine, dann der andere. Sehr gut. Hallo? Er hat immerhin einen Hammer. Oder? Ach nee, Grushkarok, das ist so eine Orkwaffe. Kein Hammer. Schade. Schade, schade, schade. Da drüben ist noch ein Ork. Ich würde jetzt aber gerne erstmal hier erforschen, was es hier so gibt. Hä? War ich da mal? Nee. Oh, Minecrawler. Okay. Ein Gang voller Minecrawler, schätze ich. Ja. Schnapp ich mir nochmal eine Fackel. Und gehe da mal gemütlich rüber. Aha, eine Kiste. Heilung. Ring der Unbesiegbarkeit. Wow, ich glaube, das hat sich gelohnt. Essenz der Stärke. Und da ich gerade gelevelt habe und nicht glaube, dass ich ernsthaft noch weiter leveln werde in diesem Spiel, ist es jetzt auch an der Zeit, dass ich meine Tränke benutze. Stärke Geschick plus 4, Stärke plus 3, nochmal Stärke plus 3. So. Damit mache ich nochmal ein bisschen mehr Schaden. Geschicklichkeit. Ja, bringt mir jetzt zwar gerade nichts, aber hey. Nehme ich einfach mal. Eventuell tue ich ja doch mit dem Bogen irgendwann kämpfen. So eine Wurzelsuppe hinterher. Weil die Tränke wahrscheinlich scheußlich schmecken oder so. Keine Ahnung. Ich habe den Ring der Unbesiegbarkeit. Pfeile und Waffen 10. Ich habe einen Ring Waffen 10 und einen Ring... Genau. Den da kann ich auf jeden Fall mit dem hier ersetzen. Dann habe ich zumindest gegen Pfeile, Feuer und Magie mehr Schutz. Oder ich sage... Nee, das kann ich eigentlich nicht. Ich habe nur 35 Mana, das ist nicht wirklich viel. Auf die Lebensenergie könnte ich verzichten, aber auf das Mana halt leider nicht. Aber, naja. Was haben wir denn da unten? Das sieht irgendwie nach einer Sackgasse aus. Und ich wüsste ja schon gern, wo das hinführt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde an dieser Stelle nochmal eine Runde speichern. Und mich mit dem hier anlegen. Nicht, dass er eine realistische Chance... Hallo? Nicht, dass er eine realistische Chance gegen mich hätte. Und ehrlich gesagt wundert mich gerade, dass die Orks und die Templer sich nicht gegenseitig angreifen. Was ist denn hier passiert? Warum tun die das nicht? Haben die etwa Ulumulus dabei oder so? Keine Ahnung, ich sehe das nicht. Also ich sehe ihnen keine an. Also ich will sagen, ich sehe keine an ihnen. Und damit meine ich, die haben keine dabei. Ah, jetzt komm schon. Noch einer. Aha, noch einer. Ich bin halt leider fast tot. Sollte ich mich vielleicht dann doch mal eine Runde heilen. Ich denke mal, hier rüber kommen sie nicht so einfach, oder? Ah, zumal sie mir eh nicht folgen. Na, was soll's. Wie heile ich mich? Ach komm. Hier. Von denen habe ich so viele. Schlug ich einfach mal die. Zack, zack und zack. Wunderbar. Und weiter geht's. Erstmal hier gemütlich rüber. So. Ich glaube, ich habe da vorhin eine Waffe gehört. Oh, Stacheln. Yay. Da oben irgendwas auf der... Nee. Nichts, was ich mitnehmen könnte, so wie es aussieht. Aber den da kann ich mitnehmen. Genauer gesagt, seine Erfahrung. Haha. Nicht die hier. Und hier habe ich doch gerade eine Waffe gehört. Ja, ein Templer. Und für euch Idioten habe ich mich mal angestrengt. Jetzt sag mir nicht, du bist verbuggt. Ja, der ist verbuggt. Der kann wohl nicht richtig hinfallen an der Schräge. Ja, jetzt hat es geklappt. Immer diese Bugs. Mächtig aus. Was haben
haben wir denn da alles? Tempelwächter. Und dahinter noch ein Templer. Mal schauen, ob ich den anlocken kann. Sieht nicht so aus. Aber von hier aus. Damit habe ich die beiden schön zeitlich entzerrt. Ich wollte nämlich verhindern, dass ich gegen beide gleichzeitig kämpfen muss. Das würde ich wahrscheinlich schaffen, aber ich müsste vermutlich ziemlich Schaden einstecken. Und irgendwie habe ich darauf keine Lust, weil ich mich wieder heilen muss und das dauert wieder so ewig. Und überhaupt, naja. Puh, das sieht böse aus. Lava, hm? Ich weiß auch gerade nicht, wo ich hin muss. Ich gucke mir mal die Lava an. Oder? Komme ich da hoch? Nö, tue ich nicht. Okay. Ich gucke mir die Lava nicht an. Ich gucke mich lieber hier drüben um. Vielleicht mit einer Fackel. Ich sagte, mit einer Fackel. Wah. Habe ich dir erlaubt zu blocken? Hä? Habe ich dir erlaubt zu blocken? Hier, nimm das. Das hast du davon, dass du meine Schläge blockiert hast. So. Oh, ein Heiltrank. Sehr schön. Oder hatten die alle Heiltränke dabei? Gar nicht drauf geachtet. Wow! Oh, noch einer. Es werden übrigens jetzt gerade keine Wetten mehr angenommen, ob ich noch sterbe in dieser Folge. Nein, dafür ist die Zeit leider abgelaufen. Tut mir leid. Die Wetten werden nicht mehr angenommen. Ist das ein Schalter? Nein, nur eine Textur. Ah, da drüben ist irgendwas. Ich muss da echt hin. Wie zur Hölle komme ich da rüber? Über diese Blöcke. Diese Blöcke darüber, kann ich dann da hochklettern? Ich weiß es nicht. Da geht's auf jeden Fall weiter. Also da drüben ist auf jeden Fall irgendwas. Ich werde mich jetzt aber erstmal gesund futtern wieder. Und eine Runde speichern. Und wir sehen dann beim nächsten Mal, wo mich der Weg darüber hinführt. Bis hierhin erstmal danke fürs Zuschauen und bis. Tschüss.